Also Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 6. Nun denn, ich denke mal, wir sind nun am Ende von Chris angekommen, zum großen Finale. Und daher ziehen wir es jetzt durch, würde ich sagen. Wir haben das Vieh gesehen, was uns Ärger bereitet. Hauen wir den mal auf die Mütze. Und sterben bestmöglichst nicht. Kann ja nicht sein, dass ich jedes Mal sterbe. Das war jetzt wieder... Captain, wir müssen da hoch! Ja... Das fängt doch schon mal toll an. Schneller. Das Vieh hat uns gern. Das möchte uns mit seinen Patschehändchen uns anfassen. Ja, so, mal lang. Schnell, sonst stürzen wir mit ihm ab! Hier drüben. Okay, ziehen Sie. So viel Zeit haben wir? Komm schon. Ist das dein Scheiß Ernst? Mach doch ein bisschen schneller. Was? Schnall ihn ab. Okay. Mit dem Scharfschützengewehr. Komm. Hier, keine Zeit. Und dabei wird noch die Kamera gewechselt. Sehr gute Idee. Ja. So muss es sein. Nein. Ich wollte rutschen. Ich wollte wirklich rutschen. Ah, mach doch hin, Chris. Was machst du da? Ich hasse diese Stelle. Ich hasse sie jetzt schon. Alter, die Kamera wechselt aber auch hin und her, da muss man immer anders steuern dann. Das ist so lästig. Er hatte offenbar von Anfang an vor, diese Bestie freizulassen. Ah, nervig. Nur Ablenkung. Nervig. Keine Chance, nicht jetzt. Doch, los, jetzt, vorwärts. Hopp. Wie weit geht das denn noch hoch, wenn ich mal fragen darf? Ernsthaft? Das ist jetzt das, was ich denke? Ja, das sieht gut aus. Sehr. Aufzug nach oben. Da kann uns doch nichts passieren. Kann ich nachladen? Nein, kann ich nicht. Kann ich jetzt nachladen? Nein, kann ich immer noch nicht. Er krabbelt sich noch. Oh, er wird zerquetscht. Alter. Das hätte ich machen sollen. Keine Munition mehr. Doch. Okay. Sind wir darauf? Keine Munition mehr. Jawohl. Chris, kommst du mal bitte her? Pias. Unerwartet. Sterb mal wieder. Ich glaube, das wird uns noch öfters passieren, dass sowas Unangenehmes kommt. Es ist schrecklich. Ich habe gerade vorhin was gesehen. Da sind Kisten überall. Das könnte mir vielleicht doch etwas helfen. Jetzt habe ich wenigstens auch volle Heilung. Das kann doch nicht. Nicht mehr lange. Gut, ich sehe schon. Oh, rotes Kraut. Jetzt brauche ich auch noch ein grünes. Komm schon. Ich muss ja was irgendwas finden. Scharfschütze. Nee, doch nicht. Keine Scharfschütze-Munition, das war
Sturmgewehr, das ist immer noch etwas nützlicher. Okay, und weiter geht's. Kein grünes Kraut, ey, ihr wollt mich verarschen. Wir machen erst alle Dinger kaputt. Ja, natürlich sind da Fähigkeitspunkte drin. Was denn auch sonst, ne? So. Mal gucken, ob das irgendwie Auswirkungen zeigt. Scheint nicht so. So. Nichts ist. Was war? Es darf hier nicht rauskommen. Puh. Los, verrecke. Ich habe nie viel Munition, bitte verrecke. Jeder Schuss ist wichtig. Immerhin ist der Areal groß genug. Da kann ich ja es immer hin und her ziehen. So. Na. Ich habe viel zu wenig Munition. Oh, jetzt tut sich was. Jetzt tut sich was. Das kann doch jetzt nicht tot sein. Das bisschen, nach dem bisschen. Oh, kommt ein bisschen viel Wasser. Aber nur ein bisschen. Alles in Ordnung? Mir schon besser. Ach was? Wenn das mal kein Anzeichen ist, dass es noch im Leben ist. Ich ahne nichts Gutes. Es ist noch nicht vorbei. Ich hätte trotzdem Munition. Ich hätte nichts dagegen. Ich würde gerne ein bisschen was fallen lassen. Oh, da lag was. Ist noch ein bisschen? Ich wusste es. Ja, ich wusste es. Captain, die Zeit wird knapp. Wir müssen weg. Ja, gerne. Okay. Da lang. Gut. Ich will verdammt sein, wenn ich hier Blöde Hand. Ich will nicht dich haben. Geh weg von mir, du Hand. Ah, jetzt kommt das? Okay. Das heißt, schnell! Es geht zu! Ja, das sollte ich mal ein bisschen beeilen, der Kerl.
Komm schon. Ja, du machst das ganz gut. Hier habe ich nämlich immer versagt, weil ich zu schnell Leertaste gedrückt habe. Das weiß ich noch. Deswegen, man darf da nicht zu schnell drücken. Was ist jetzt hier ran? Ach, da ist es. Hallo. Siehst du mich? Wir sind hier leichte Beute. Anscheinend schon. Stimmt, wir müssen hier weg. Ja, geh da lang. Bist du denn des Wahnsinns? Er will einfach nicht da lang gehen. Jetzt kommt direkt auf mich zu. Oh, schon wieder das Event. Passiert. Autsch. Ja. Ich muss jetzt eigentlich im Prinzip warten, bis er das Ding für sich eingesagt hat oder keine Ahnung. Ich kann ja nicht viel machen. Ich stehe halt so schön da. Du machst das, Piers. Los, los, hol dir die Scheiße. Kann er mich jetzt befreien? Alter, super Schock. Ja, wurde nochmal abgetrennt. Wurde nochmal abgetrennt. Ah, ich will hier weg, ich will hier weg. Druckabweichung festgestellt. Natürlich. Natürlich. Druckregulierung wird eingeleitet. Druckablassung eingeleitet. Okay. Hä? Ah, das ist immer noch nicht vorbei. Behalten Sie die Kontrolle. Das ist Munition bestimmt. Ja, sehr gut. Auch nochmal, sehr gut. Auch nochmal, sehr gut. Au. Das hat weh. Los. Wecke. Kann ich irgendwie... Nein, kann ich nicht. Okay. Haben wir hier vielleicht noch irgendwelche Ecken, wo was sein könnte? Was? Wie? Was? Piers, du machst das ganz gut, hab ich das schon mal erwähnt. Ich hätte gern bloß etwas mehr. Ja, gib mir noch Fähigkeitspunkte. Die habe ich jetzt sehr nötig. Unter Scharfschützenmunition. Geil! So muss das sein. Noch mehr Fähigkeitspunkte. Ist jetzt mal hier Schluss. Ich glaube, das war effektiv. Oder?
Nee, das wollte ich gar nicht, das wollte ich. Das ist jetzt noch kleiner, das Vieh. Jetzt oder nie, Feuer! Okay. Einfach erstmal nachladen. Ah, nein. Pistole. Er lässt sich nicht abfimmeln. Wir müssen ihn erledigen, wenn er im Kokon ist. Okay. Hier ist, du machst das. Hau einfach drauf. Okay. Ich suche währenddessen nach Munition, falls ich nicht schon jede Ecke abgekrast habe. Ah! Gut, hier ist keine. Ah, jetzt ist auch noch Bombenfall, natürlich. Ich warte aber ungern. Ah! Das ist alles so unangenehm. Autsch. Nein, nein, das darf doch nicht wahr sein. Piers, kommst du mal bitte. Das muss jetzt echt nicht sein. Ich kann mich nämlich voll heilen. Einmal. So. Was? Lass mich los. Alter. So, was jetzt? Los, mach's platt! Ja! Los! Los, Chris! Mach es platt! Ey, ich hab nichts mehr. Was soll denn der Mist? Das kann nicht euer Ernst sein. Wie soll ich jetzt hier ohne Munition kämpfen? Soll ich im Nahkampf gehen oder was? Nein, da will ich lieber nicht stehen. Aua. Drecksvieh. Ich muss er weg. Ah. Chris, würdest du das bitte machen? Ich kann nicht mehr viel tun. Ich habe echt nichts mehr. Das, ey. So wenig Moni. Das kann doch nicht wahr sein. Gar nichts mehr. Was ist das? Ich kann nicht da hoch. Ha, okay, einen Herr habe ich schon mal erwischt.
Verdammt! Irgendwie muss ich doch jetzt noch das eine kaputt machen. Au. Ach, komm, ey. Aha. Feuer doch mal. Los, Pierce. Scheint ja nicht sehr viel gebracht zu haben. Oh, Junge, Fähigkeitspunkte. Die brauche ich jetzt. Okay. Was? Autsch. Ja, keine Ahnung, kein Kampf. Ist es jetzt vielleicht erledigt? Nein? Ach ja, macht ja nichts. Ich bin mit dem Tode nah. Wenn sonst nichts ist. Ja, gar nichts mehr. Alles leer. Ja, ich hab rotes Kraut. Schön. Cool. So muss das, ne? Ja. Wie machen wir das jetzt? Ich lasse es am besten Chris hier. Chris, du machst das. Ich zähle auf dich. Weil ich hab nichts mehr. Auch nichts. Ich bin total leer. Ey, das ist doch scheiße. Mach das wieder platt. Chris, no, Piers. Komm schon. Du musst doch irgendwann mal was hinkriegen, oder? Kann nicht so schwer sein. Super Stromschlag. Also wärst du ein Pikachu, du wärst ein ziemlich schlechtes. Du machst das sehr super. Oh. Oh oh. Ah. Los, Piers. Los. Ah. Das lebt immer noch. Ja, es läuft ganz gut, würde ich sagen. Ne? Wie ist, du kannst ruhig weiterfeuern, ich habe nichts dagegen. Kannst aber auch einfach sein lassen. Feuern doch. Ah. Geht doch. Druckabsatzvorgang abgeschlossen. Ist das nervig. Okay. Feuern. Na, jetzt ab. Piers, kommst du mal? Piers, ohne Witz. Wir sind hier so weit gekommen, ich will jetzt nicht verrecken. Piers. Das ist doch dumm. Ich hätte es schon längst beenden können. Aber nein, ich musste ja unbedingt Müll kriegen aus den Kisten, größtenteils. Das ist doch scheiße. Und nochmal der ganze Spaß. Das war ja so lustig.
Sie dagegen an. Behalten Sie die Kontrolle. So. Versuchen wir mal ein bisschen munitionssparender zu sein, je nachdem wie es geht. Wir wissen ja, worauf wir schießen müssen. Ich brauche bloß ein bisschen mehr Munition aus den Kästen. Und keine Scharfschützenmunition, wenn es geht. So. Da haben wir was. Da haben wir was. Oh, nein! Nein, 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 weg, 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 weg. Vielleicht lohnt sich doch ein bisschen Scharfschützen. Ja, moin. Das fängt doch schon wieder so kacke an. Leck mich, leck mich. Nein, 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 einfach nur nein. Nein, nein, nein. So, jetzt macht das wieder das. Und zack, zack. Jetzt oder nie, Feuer! Nein, ich gehe mit dem Messer drauf. So. Das? Stimmt, darauf haben wir ja auch eine Munition. Die haben wir vorhin gut verballert. Für nichts und wieder nichts. Was? Da kann ich erstmal draufballern. Gut, dann machen wir es eben so. Okay. So. Ich glaube, das ist eine Schaltstelle jetzt. Ist doch vorhin schneller. Scheiße. Ach Mann. Was ist das denn? Als ob das jetzt nicht funktioniert hat. Huh.
Was? Ach komm. Ja, los. Wir kommen rüber. Weswegen? Weswegen, Alter? Als ob. Als ob. Als ob. Ist klar. Ist klar. Okay. Noch ein Versuch. Noch ein Versuch. Sie dagegen an. Behalten Sie die Kontrolle. Erstmal Munition, was geht, einsammeln. Es ist doch so blöd. Ist aber auch, glaube ich, immer wieder dasselbe drin, oder? In einem wird wahrscheinlich wieder Scharfschützenmunition sein. Ja. So. Wo ist das Vieh? So. Hat das jetzt überhaupt was gebracht? Natürlich. Vielleicht mit dem Messer irgendwie. Ah, weg, 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 weg. Irgendwie. Geht das? Er lässt sich nicht abwimmeln. Wir müssen ihn erledigen, wenn er im Kokon ist. Ich bin ein wenig überfordert. Ah, die Kokons. Ich verstehe. Die lassen manchmal was fallen, aber nur manchmal. Super. Super. Ja, und wie selten, ey. Weg, 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 weg. Nein, 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 nein. So. Und dann wieder Schrotflinte. Angriff. Bitte
jetzt kommt das Vieh wieder. Autsch. Die lassen doch manchmal was liegen. Auch wenn es nur sinnloserweise Fähigkeitspunkte sind. Komm schon. Nee. Gute Scheiße. Wieder munitionsknapp, ist das nicht schön? Genau so muss es laufen. Genau so. Fuck, andere Seite. Okay, jetzt läuft er wieder zusammen. Und es ist immer nicht vorbei. Wieso auch? Das ist doch kacke. Das ist alles so kacke. Das habe ich denen schon noch großartiges entgegenzusetzen. Das ist ja eben die Scheiße. Ja, dreh dich doch zu mir, du Penner. Moment. Könnte es sein? Wie jetzt? Was passiert jetzt? Warte mal, Kontrollpunkt, das heißt, wir fangen von dort aus wieder an. Ich muss jetzt nur noch irgendeine Kleinigkeit machen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah, ich muss, glaube ich, wirklich zu ihm. Und ihm beistehen. Ja! Komm schon, komm schon. Gib auf! Dann enden wir es wie ein wahrer Mann. Puh. Oh. Pierce, kommen Sie! Nicht aufgeben! Alles wird gut. Tut mir leid, Captain. Ich hab's für die BSAA getan. Für die Zukunft. Ich weiß, Sie sind ein Heldsoldat. Solange Sie... Ich will das nicht hören.
Wir kommen hier beide raus. Klar? Gehen wir. Druckablassung abgeschlossen. Die Türen werden entriegelt. Ja, los. Ich bringe sie da durch, Pierce. Haben Sie gehört? Machen wir das eben noch. Los, kommst du her. Machen wir. Okay. An alle Mitarbeiter sofort evakuieren. Ist angekommen. Pius, kommst du mal? Da geht alles drunter und drüber. Pius. Pias! Ich brauche deine Hilfe! Wir hauen hier ab.
Ja, damit endet es mit Chris. Ich werde hier jetzt einen Cut machen, weil am Ende, wie wir ja das schon von Leon kennen, kommt nochmal eine Sequenz. Von daher, bis gleich. Wir haben neue Befehle. In Ordnung. Dann verlieren wir keine Zeit. Ja, Sir. Kapitel 5, die Ehre der BSAA, Errungenschaft, abgeschlossen. Mit einem Rang A, wie habe ich denn das hingekriegt? Ach egal, ich frage am besten gar nicht. So, jetzt kommen wir noch, Spiel beenden, genau. So, als nächstes wäre dann natürlich Jack an der Reihe. Allerdings, wie das weitergeht, beziehungsweise wie das läuft, sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs lange Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, wie es dann weitergeht mit der Geschichte einer neuen Person, zwei neuer, das sehen wir in der nächsten Folge von Resident Evil 6. Macht es gut bis dahin. Tschüss. Wir haben neue Befehle. In Ordnung. Dann verlieren wir keine Zeit. Ja, Sir. Kapitel 5, die Ehre der BSAA, Errungenschaft, abgeschlossen. Mit einem Rang A, wie habe ich denn das hingekriegt? Ach egal, ich frage am besten gar nicht. So, jetzt kommen wir noch, Spiel beenden, genau. So, als nächstes wäre dann natürlich Jack an der Reihe. Allerdings, wie das weitergeht, beziehungsweise wie das läuft, sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs lange Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat.
abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, wie es dann weitergeht mit der Geschichte einer neuen Person, zwei neuer, das sehen wir in der nächsten Folge von Resident Evil 6. Macht es gut, bis dahin. Tschüss.